Aber ich kenne ja wohl die Pfla. Komm, ich erledige die Pflanzenstage. Die wird doch wohl anfällig auf Eis sein, oder? Kannst mir nicht erzählen, dass sie wenigstens nicht anfällig auf Eis ist. Hier waren wir ja schon mal drin. Hey, das kommt mir stark bekannt vor. Diesmal warte ich eben nicht ab, bis ich mal alle Stages durch habe, bevor ich wieder mal woanders reingehe. Die erledigen wir jetzt hier, die Stage. Nebenbei bemerkt, schauen wir, ob ich recht habe. Ich habe recht. Man kann da so durch. Alles paletti. Letei, weißt du nicht? Letti, letei. Wie mache ich das? Habe ich eine Waffe, die nach oben geht schon? Oh! Ja! Schlecht! Aber ich sollte die. Warum verschwende ich eigentlich gerade die Waffe, die mich behämmert? Ich brauche die doch für den Boss. Aha. Hoffentlich kriege ich irgendwo Waffenenergie. Na, Leben ist schon mal gut, ja. Leben ist nett. Waffenenergie wäre voll fett. Jo! Riskant vorbeigejumpt. Komm, Waffenenergie. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh Mann, oh Mann. Ah ja, jetzt kommt der wieder hier, ey. Der Heini. Ja. So spielt man den eindeutig. Ach so, ja, zurückdrängen. Warum fällt mir das eigentlich nie ein, dass ich den zurückdrängen kann, statt den bis ganz nach links fahren zu lassen? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht weiß. Ja, genau so war das. Jetzt hole ich mir erstmal noch ein bisschen Blizzard zurück hier gleich. Blizzard! Ich bin schon, glaube ich, richtig mit der Pokémon-Logik, nur habe ich eben die falsche Waffe gehabt. Und das ist auch der Grund, ja, leider eine Niete gerade für mich, weil ich da vorher reingegangen. Aha. Das ist auch genau der Grund übrigens, warum ich beim ersten Mal, als ich an der Stelle war, zu hoch gesprungen bin und in diese Stacheln rein. Ich bin jetzt nicht wirklich mit dem Power-Ding da reingegangen. Wow, wie geistesabwesend ich schon wieder bin. Weil ich auch. Ja, gut. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Vielleicht bekomme ich hier nochmal was. Ja, so ist ja viel einfacher, wenn man den Feuer zurückschießt. Ich habe zwar trotzdem jetzt zwei Treffer holen lassen, aber. Naja. Oh Mann, die Waffe könnte schon längst wieder voll sein, Blizzard. Der kommt wieder hoch, ja. Waffenenergie. Ich meine, ist nicht so, dass wir jetzt schon genug Möglichkeiten gehabt hätten, Waffenenergie zu holen. Ich war nur jedes Mal zu blöd, die auch zu nehmen. Scheiße. Ich war nur jedes Mal zu blöd, die zu nehmen im richtigen Moment. Oh Gott, Overkill. Vorbei an allem. Boah, du Scheiße. Ja, so geht's. Mann! Die sind übel! Ja, ich will doch nur. Weißt du, das ist, glaube ich, so ziemlich das einzige Mal in ganz Mega Man, dass ich jemals bewusst nach Waffenenergie frage, oder? Sonst immer Lebensenergie oder Energietank oder was weiß ich. Ja, ich habe Probleme mit diesen Gegnern. Immer noch. Ich will noch nicht. Oh Mann, ich vergesse die Gegner alle hier. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich schaff das, Alter. Nicht unkonzentriert werden, nur weil ich wieder ungeduldig bin und schnell vorankommen will. Genau, dann mache ich nämlich noch mehr Fehler. So, jetzt wieder nicht gedrückt halten, ja. Ja, na super, das war wenigstens ein bisschen Waffenenergie gewesen. Ich krieg den nicht hin. Ich meine, in der Zeit, in der ich ihn zurückdränge, da schießt er mich ja auch fünfmal ab. Also ist es völlig egal, ob ich ihn zurückdränge oder an mich rankommen lasse.
Ich vergesse ihn jedes Mal. Ich vergesse den Gegner jedes Mal. Ich wusste jetzt eigentlich kurz vor knapp, dass er kommt, aber es ist schon wieder zu spät eben. Ja. Blizzard. Etwas zumindest. Ich würde halt gerne mal meine These ausprobieren, ob das die Waffe ist, oder so müsste ich mal vielleicht wieder dahin kommen zum Boss. So. Hier kommt wieder einer, oder? Ne, der Fisch war es, der hier kommt. Ich dachte, da kommt wieder so ein Käfer vorbei. Kommt hier ein Käfer? Nö. Alles falsch im Kopf, da war einer. So, Boss-Tür. Wo bist du denn? Ach so, jetzt kommt ja das, wo alles so ganz blöd. Ah. Und gleich nochmal aber. Und, aber gut gerettet. Oh. Noch ein drittes Mal habe ich es leider nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es so war. Geht aber. Gut. Da ist er, der Pflanzenman wieder. Ja, genau, lass deinen Schuss los. Bringt zwar überhaupt nichts, weil der Gegner noch nicht mal im Raum ist. Ja, dafür müsst ihr die. Oh, das könnte die sogar sein, lustigerweise. Das ist sie leider auch. Oh nein, das ist die Waffe, aber leider Gottes. Leider Gottes ist sie es eben leer und genau dafür hätte ich die Waffe in der Gegend gebraucht. Ja gut, dafür, du kannst gerne nach hinten. Ah shit. Du kannst gerne nach hinten wegspringen. Ich habe Angst, dass wenn er in mich reinrennt, dass das zu viel Schaden ist. Nein, überhaupt nicht. Ich war auf der Menütaste, ich war auf der Menütaste, ey. Och man, wie ich sowas hasse. Wie ich sowas hasse, wenn ich schon auf der Menütaste bin und mich der Gegner in der letzten Millisekunde erwischt vorher. Das habe ich so oft im Mega Man. Will ich mich heilen und kurz vorher trifft er mich, Alter. Der ist aber gar nicht so schwer, oder? Der macht den. Der springt jedes Mal zurück. Der rennt auf mich zu und geht zurück. Der ist gar nicht so schwer. Ich hatte noch gar nicht die Gelegenheit, ihn zu spielen. Bei dem einen Versuch, der bin ich direkt gestorben und dann war es das. Da war ja der Game Overscreen da. Der ist aber super machbar. Warum mache ich mir solche Gedanken? Ja gut, einmal wird er mich noch treffen, dann muss ich heilen. Oder aber ich mache ihn vorher platt. Das könnte auch wahrscheinlich eintreffen. Ich will ihn besiegen. Bevor ich einen Energietank benutze. Siehste, das musste ich nämlich nicht tun. Geil. Das gefällt mir. Wieder einen geschafft. Und bisher haben wir alle Gegner besiegt, deren Stages wir auch betreten haben. Planned, bitch, ja, ich Rushjet! Ja! Ja! Der Rushjet! Super hilfreich. Stage Delect. Dann. Was können wir denn machen? Ich habe keine Ahnung, wir machen Nightman. Der Ritter. Die Solarpower. Solarpower. Pflanze? Oh, die Musik ist jetzt schon nicht übel. Yo. Da oben kann man dann alles auswählen. Ich verstehe. Stimmt, ich war gerade mit 0 Leben wieder in der Stage, aber jetzt habe ich wieder eins. Was? Aha. Da kommt der. Ah, Moment. Ja, das ist ein bisschen blöde hier. Ja, gut. Was ist das? Oh, nicht schon wieder sowas. Also wie ich keine Lust habe auf sowas, ey. Oh, nee, da habe ich. Ich trau mich nicht mal. Das Geräusch. Ach du nein, ey. Was? Ich wollte gerade schon sagen, wie tief geht denn das jetzt?
Runter. Egal, egal, ob ich Schaden nehme. Hauptsache, ich werde nicht von den Stacheln erwischt. Ja, gut. Dieses Geräusch, was die immer machen, die Gegner, ist so lustig. Ich bin falsch von Timing. Ich krieg das nicht hin. Jetzt. Gut. Ich rieche langsam den Checkpoint schon hier. So müsste ich eigentlich schon ganz gut da, dabei sein. Was? Ja, na klar, läuft er dann mit, sobald ich springe. Ja, cool. Der Verfolger, Heidi, ey. Oh, nur noch ein Rädchen. Sollte das jetzt gefährlich sein? Ich hatte nicht in dem Haus. Ich hatte nämlich immer eine Millisekunde Angst davor von der Stelle. Ich schieße mal. Egal was da sein könnte, ich schieße mal. Oh nein. Nicht der Gegner. Wetten, da kommen. Ja, da kommen jetzt eine ganze Menge davon. Von denen. Ich muss in den Gegner nehmen, sonst bin ich tot. Ungewollt habe ich schon 6. Ja, ungewollt habe ich schon 6 Energietanks. Ich habe gerade die Taste nicht gefunden, Verzeihung. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen im Menü verzweifelt. Wollt ihr mich verarschen? Der Gegner ist irgendwie. Irgendwie ist er sympathisch, ich weiß nicht. Der ist da seltsam zu besiegen, aber irgendwo ist er sympathisch. Ja, ist. Ist okay, doch. Hauptsache volle Lebensenergie. Da, 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 da. Wer ist das? Der sieht. Oh! Ich habe das Problem, dass ich eine Menge angepisste Gegner hinter mir habe. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich will die anderen. Mach mal den da. Wenn ich. Was? Wie bitte? What? What? Ja, gut, hier hin. What? Ich habe einen unendlichen Jet. Ich muss dafür keine Energie mehr benutzen und kann sowieso nach oben fliegen und nicht mehr zur Seite. Das ist Rush 2.0. Ich muss aber ganz ehrlich sein, ich bin ein bisschen traurig, dass ich Rush nicht direkt sehen kann, der Köter, ey. Der nette Köter. Was passiert hier eigentlich? Das Bouncy Haus des Todes. Da ist was drin. Da trügt mich. Da trügt mich mal nicht hier. Was ist denn hier? Oh, da wäre der Boss gewesen. Was? Ein zweiter Boss? Was? Moment, Moment, was? Wieso ist denn hier noch eine Boss-Tür? Muss ich das jetzt begreifen? Habe ich jetzt den Secret Entrance gefunden? Okay, aha. Der ist seltsam. Ich heile mich. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist, aber ich will mich mal in die Herausforderung stellen. Und ich werde nicht die Pflanzenwaffe nutzen, wie ich es erst wollte. Denn der hier sieht mir ganz okay aus. Ja. Ja. Mach so weiter. Ja, du kannst gerne in diesem Muster jetzt festhängen. Shit. Aber der ist ja super nett. Oh, der Gegner ist sympathisch, aber sehr. Nein! Jetzt hat er wieder stehen lassen, die Kugel. Ja. Okay. Ja, gut. Das ist doch schon mal was. Aber wieso bin ich jetzt in einen anderen Eingang geraten? Night C. Beat Ape. Ich bekomme so viel Zeug hier. Okay. Stage Select.